Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier bei mir seid und Lust habt, euch mit mir gemeinsam zu schminken, euch einen schönen Abend zu machen oder einfach nur ein bisschen runterzukommen oder euch die Langeweile zu vertreiben. Im heutigen Video dachte ich mir, dass ich mich mit meinen absoluten Favorite-Produkten schminke und ihr auch hier nochmal so eine kleine Langzeit-Review von Produkten mitbekommt, ich euch nochmal meine Meinung sagen kann zu Produkten und euch einfach wirklich, wirklich beweisen kann, dass ich die Produkte wirklich weiter benutze und ich nicht mehr so oft wirklich sage in diesem Video. Ich verspreche es euch. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch mitteilen, dass dieses Video in Zusammenarbeit wieder mit M'Asam entsteht. Ihr wisst es, M'Asam ist meine Favorite, ist meine beste Freundin mittlerweile geworden. Ich liebe die Produkte über alles und ich habe jetzt seit knapp 4 Wochen eine neue Reihe ausprobiert, wo ich glaube, dass das eine gute Sache sein kann. Ich werde immer wieder von euch gefragt, ob ich euch nicht meine Morgenroutine oder eine Skincare-Routine machen kann. Und das ist ein bisschen schwierig, weil meine Skincare-Routine ist sehr, sehr umfangreich und ich habe ganz spezielle Punkte, die ich für mein Gesicht ansprechen möchte, weswegen ich euch lieber am Anfang von verschiedenen Videos eine neue Reihe vorstellen kann, die ich teste und für mich die funktioniert. Und das möchte ich heute auch tun. Und zwar wollen wir alle schöne Haut haben. Und Asam hat die Better Skin Reihe rausgebracht. Und die habe ich jetzt schon eine Weile getestet. Und ich habe 3 Produkte bekommen, die ich jetzt, wie gesagt, schon eine Weile getestet habe. Ihr kennt Asam mit Sicherheit. Asam ist alles made in Germany. Und dieses Set ist speziell für Leute mit unreiner Haut, mit fettiger Haut oder mit Mischhaut bis normaler Haut sogar. Also es ist eigentlich für wirklich jeden. Ich bin gefühlt alles in meinem Gesicht. Und ich möchte euch ganz kurz die Produkte so ein bisschen vorstellen. Die sollen alle Pickel reduzieren, Unreinheiten und Mitesser so ein bisschen vorbeugen und generell eine Better Skin halt einfach euch bringen. Was ich festgestellt habe ist, und das fand ich ganz spannend, ich hatte euch neulich mal bei Instagram mitgenommen, ich hatte ein Problem mit einer Peel-Off-Maske aus der Drogerie und meine Haut sah danach aus wie. Dann kam die und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das wieder passiert, aber tatsächlich ist das die erste Peel-Off-Maske, mit der ich keine Probleme habe. Und die Peel-Off-Masken aus der Drogerie, die tun einfach weh, wenn man sie abreißt. Die nicht. Die löst sich ganz leicht. Es trocknet nicht die Haut aus. Ich habe danach nicht das Gefühl, dass meine Haut voll mit Alkohol war und ich jetzt erstmal Pflege raufgeben kann. Das ist eine Maske, die mache ich morgens, mittags, abends, je nachdem, wie ich Lust habe. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem Licht sehen könnt, aber ich habe bestimmt schon hier innerhalb von 4 Wochen einiges weggenommen. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe aber noch ein anderes Produkt, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das ist das Fruit-Enzym-Serum. Das ist ein Serum mit Frucht-Enzym, Überraschung. Aber das gebe ich mir so 1 bis 2 Mal die Woche auf mein Gesicht. Und das löst einfach tote Hautschüppchen. Es peelt eure Haut, aber auf eine sehr, sehr sanfte Art. Ich bin gar kein Fan von körnigen Peelings, weil diese einfach eure oberste Hautschicht verletzen. Ihr könnt Bakterien reinkriegen und es ist nicht gut für eure Haut, offene Schnitte in eurem Gesicht zu haben, Freunde. Das möchte ich nicht, sowas empfehle ich euch auch nicht. Deswegen gehe ich immer auf chemische Peelings, beziehungsweise hier auf so ein Fruchtenzym-Peeling. Wunder, wunderbar. Auch das verträgt meine Haut sehr, 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 sehr gut. Sie fühlt sich danach weich an. Ich mache das eher abends. Und was ich oft vergessen habe, euch jetzt aber hier im Zuge dessen auch nochmal mitteilen möchte, ist, achtet auf Lichtschutzfaktor. Und dafür gibt es eine Creme, die passend dazu konzipiert wurde. Das ist nämlich die Better Skin Day Cream. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 15 und auch hier könnt ihr sehen, ich habe schon einiges raus. Ich benutze immer nur so ein bisschen und man kann die auch wirklich sehr, sehr gut unter das Make-up tragen. Sie riecht nach Sommer. Sie riecht wirklich einfach nach Sommer. Ich kriege keine Verunreinigungen in meiner Haut, wenn ich diese Creme benutze. Meistens habe ich das Problem bei Cremes mit Lichtschutzfaktor, dass sie einfach so ein bisschen meine Haut irritieren. Ich kriege dann diese Unterlagerung und das habe ich hier nicht. Und dadurch, dass ich halt mit Fruchtsäure arbeite oder Fruchtenzym, muss ich meine Haut vor der Sonneneinstrahlung schützen. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil, Freunde. Ich habe einen richtig, richtig coolen Rabattcode für euch, an dem ich nichts verdiene. Ich sage es immer wieder, wenn es ein Affiliate-Link ist, ist es in diesem Fall nicht. Der Code ist Maxim-FEB für Februar. Der gilt auch nur im Februar. Also wenn ihr das haben wollt, ich setze euch alle Links unten einmal in die Infobox. Ihr könnt euch natürlich auch aussuchen, wie ihr das Set haben wollt. Ihr könnt die Sachen einzeln kaufen. Der Code gilt übrigens auf alles von Asam, außer Sale-Artikel. Also auch da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Ich habe euch in der Vergangenheit ja schon wirklich super, super viel gezeigt. Und es gibt aber 2 Angebote, die ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Ich habe hier einmal die Creme und das Serum
für 29,75 € anstatt, ich muss gucken, 50 €. Und es gibt auch nochmal ein weiteres Set, da ist dann auch noch die Maske mit dabei für 39,75 € anstatt 65 €. Also ihr könnt ein bisschen was sparen. Das ist schon mal das Angebot. Und mit dem Code, ne? Ihr wisst es. Probiert's aus. Das ist mein absolutes Favorite. Und auch hier könnt ihr sehen, ich habe schon einiges benutzt. Es ist wirklich gut und meine Haut verträgt es gut. Probiert es aus. Testet es. Eure Haut wird es euch danken. Und die Creme ist jetzt auch schon angezogen, Freunde. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt an mit dem Make-up. Ich habe richtig, richtig Lust, Make-up aufzutragen. Meine Haut sieht gut aus. Meine Haut ist frisch. Dennoch, wisst ihr, Full Coverage ist mein Leben. Und ich fange aber vorher mit einem Primer an. Und da möchte ich euch etwas aus der Drogerie zeigen, was wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Das ist von Rival Loves Me, diese Blur Drops. Die pflegen eure Haut sehr, sehr gut. Ich vertrage sie sehr, sehr gut. Die haben so einen leichten Schimmer mit drin. Und sie versorgen eure Haut einfach wunderbar mit Feuchtigkeit. Und jetzt vor allen Dingen im Winter ist es ein Produkt. Ja, das sind meine Winterfavoriten. Maxim, das sind die Winterfavoriten. Jetzt weiß ich auch, wie ich das Video nenne. Das zieht schön ein, das pflegt eure Haut, es sieht saftig aus, eure Haut ist frisch, ihr könnt sehen, ich habe so einen ganz leichten Glow auf der Haut und das ist wirklich mega gut. Ich möchte euch noch ein anderes Produkt zeigen, was wieder etwas teurer ist, aber ihr wisst es, ich sage es eigentlich gefühlt in jedem Video, wo ich mich komplett schminke, ich brauche Color Correction unter meinen Augen. Und ich habe hier von Jeffree Star den Concealer in der Farbe Peach. Und das ist der beste Color Corrector, den ich bis jetzt hatte. Der Becker Under Eye Brightener ist, ich komme mit dem nicht klar. Ich habe aus der Drogerie alles probiert. Ich habe wirklich alles probiert, Freunde. Ihr wisst es. Seitdem, wenn ihr mich schon eine Weile guckt, dann wisst ihr, ich habe alles ausprobiert. Und dieser Corrector, der ist einfach mega gut. Der hat eine sehr schöne Deckkraft. Er lässt sich mega gut verteilen. Ihr braucht eigentlich gar nicht so viel, wie ich jetzt hier benutze. Ich gehe aber immer gerne ein bisschen mehr rein, dass ihr auch so ein bisschen was seht. Und ich verblende erstmal so ein bisschen den Rand hier und lasse es unterm Auge dann einfach schon mal so ein bisschen ja, ansetten, dass die Deckkraft dadurch noch erhöht wird. Und ich bleibe auch wirklich einfach hier unten. Ihr könnt es auch hier auf euer Lid geben, wenn ihr da Verfärbungen habt, habe ich auch so ein bisschen. Das finde ich persönlich aber da nicht schlimm. Also ihr könnt auch einen Unterschied schon zwischen meinen Lidern sehen. Er gleicht halt wirklich sehr gut aus. Er trocknet dich aus und er sieht schön aus unter eurer Haut. Und in der Zeit, wo das Ganze so ein bisschen antrocknet, mische ich mir meine Foundation. Und da ist es tatsächlich die Dior Forever Skin Glow Foundation, jetzt im Winter, die wunderschön auf meiner Haut aussieht. Ich benutze die Farbe 1N im Moment. Die ist etwas hell, liegt aber daran, dass sie ein Stückchen oxidiert und ich gerne im Winter ein bisschen heller bin. Es passt besser zu meiner Haarfarbe, es passt besser zu meinem Hintergrund und ich mische mir das so ein bisschen. Und in dem Fall kommt rein die Catrice HD Liquid Radiance Foundation. Ihr wisst, sie ist mein Favorite. Ich habe jetzt hier die Farbe 036 und davon mische ich mir einfach so ein bisschen mit rein. Die Dior Skin Glow Foundation ist etwas... Uppala, oh Gott. In Kombination mit dieser Foundation ist das die perfekte Foundation. Nicht unbedingt von der Farbe her, aber es passt dann schon ein bisschen besser. Ich gehe jetzt hier nochmal schnell rüber mit meinem kleinen Schwämmchen. Und eigentlich settet der Concealer sich auch von selbst. Also ihr könntet theoretisch eigentlich nur diesen Corrector benutzen und mehr bräuchtet ihr nicht, wenn ihr eine schöne Haut habt. Also es geht. Ich habe hier jetzt so einen Pickel mal. Selbst das kann ich damit abdecken und dann könnte ich so rausgehen mit Mascara. Ne? Also es ist wirklich gut. Und dann mische ich mir diese beiden Foundations zusammen und dadurch, dass die Texturen sehr gut harmonieren, sieht es auch im Gesicht sehr schön aus. So nach 2 Stunden, wenn die Öle der Haut durchgekommen sind, dann ist das perfekt. Und dann nehme ich einfach einen Schwamm. Bei den Schwämmen kann ich euch jetzt im Moment noch nicht zeigen. Ich nehme jetzt einfach einen Schwamm, den ich hier habe. Nehmt den, mit dem ihr gut klarkommt. Aber es gibt Besseres. Ich blende hier einfach ein. Ich blende und lasse mir da auch wirklich Zeit. Dadurch, dass meine Haut einfach schon so gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, gleitet die Foundation schön rüber und diese Dior Foundation legt sich wie eine zweite Haut über euer Gesicht und es hält einfach den ganzen Tag. Ja, es wird glowy. Ich mag das sehr gerne. Ihr könnt natürlich auch so ein bisschen die Menge an Foundations mischen, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt es ein bisschen glowy, aber nicht ganz so glowy haben, dann nehmt ein bisschen mehr von der Catrice Foundation. Wenn ihr sagt, ihr steht auf diesem Glow, go for it
und nehme nur die Dior Foundation. Ich passe das tatsächlich, ich habe es euch schon mal erzählt, ich gleiche das dem Wetter an. Ich schaue vorher, ich frage mein Smart Home Gerät, was mit A anfängt und endet mit Lexa, wie das Wetter wird, wie die Luftfeuchtigkeit ist, und dann kann ich das so ein bisschen anpassen. Das sind alles Faktoren, die beeinflussen, wie euer Make-up im Tag hält. Und ich möchte gerne, dass mein Make-up sehr, sehr lange hält. Ich habe manchmal nicht die Zeit, mich mehrmals am Tag. Wer hat Zeit, sich mehrmals am Tag zu schminken, Freunde? Ganz ehrlich. Ich tue immer so, als ich habe keine Zeit zum Schminken. Ich schminke mich manchmal dreimal am Tag, aber mal ganz im Ernst. Wer von euch schminkt sich dreimal am Tag? Deswegen probiere ich euch auch wirklich nur Sachen zu empfehlen, wo ich persönlich selber der Überzeugung bin, dass sie für mich funktionieren. Sei es die Pflegelinie von Asam, sei es diese Foundation. Am Ende muss man sich immer selber so ein bisschen durchprobieren, ob es für einen funktioniert. Gerade bei Foundations ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich ein bisschen durchtestet. Und was habe ich an Geld ausgegeben, um die perfekten Foundations zu finden? Aber ich glaube, dass ich sie auch in dieser Kombination jetzt einfach gefunden habe für mich. Falls ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für die Dior Foundation, empfehle ich euch die Catrice Radiant Foundation. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube, sie wird jetzt rausgenommen, leider. Vielleicht gibt es sie aber noch online. Legt sie euch zu, mischt sie zusammen im Winter, im Sommer, passt es euch an. Okay, jetzt habe ich gefühlt 10 Minuten über Foundations geredet, aber ihr merkt, wie mein Herz geht auf, wenn ich über Foundations rede. Ich habe vergessen, ein Produkt auf meine Lippen zu geben, und das ist hier von Catrice. Das ist aus dem neuen Sortiment, das Clean ID Natural Lip Oil. Das ist eine Mischung aus Öl und Lipgloss, und das trage ich mir auf. Wenn ihr auf Lipgloss eigentlich steht, aber es nicht mögt, dass eure Lippen das nicht vertragen, ist das wirklich die perfekte Lösung für euch. Es hat einen Gloss-Effekt, aber es hinterlässt nicht dieses Schlieren wie ein Gloss. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das über einen Lippenstift zu geben oder Liquid Lipstick. Ich gebe mir das gerne vor Make-up einfach rüber, weil die Lippen dann einfach am Ende, falls ihr Lippenstift tragen wollt an dem Tag, sehr, 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 sehr gepflegt aussehen. Meine Base sieht mega, mega gleichmäßig und schön aus. Mein Hals ist natürlich wieder eine andere Farbe als mein Gesicht, aber Freunde, das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Wie viele Videos habe ich darüber gedreht? Und jetzt kommen wir zu einem Schritt, den ich recht neu habe. Falls ihr mir ein bisschen folgt, dann wisst ihr, dass ich das erst seit einer Weile mache, und das ist Cream Contouring bzw. Cream Bronzing. Und diese Sticks von Uma Beauty, ich weiß nicht, ob es die bei Sephora gibt oder so, ich suche sie euch irgendwie raus, sind mega. Ich habe einmal, das sind beide drei, aber in verschiedenen Farben. Ich guck mal, dass ich sie euch irgendwie verlinkt kriege. Einmal das Lilane und einmal das Blaue. Das Lilane ist kühl, das gebe ich mir hier vorne hin. Und dann das Blaue, und das ist wärmer, und das gebe ich mich hier oben hin. Ihr könnt es auch auf die Stirn machen, ich mag das persönlich nicht. Dann nehme ich mir einen Pinsel, lasse das kurz auf meiner Haut einfach so ein bisschen warm werden, weil dann verblendet sich das einfach viel, 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 viel besser. Auch da muss man immer so ein bisschen gucken. Manche Produkte trocknen dann an, und dann habt ihr ein Problem. Bei denen weiß ich aber, wenn ich sie einen Moment auf meiner Haut lasse, dann verblenden die sich schön ebenmäßig und gleichmäßig. Und dann nehme ich hier einen Pinsel und fange erst mit dem kühleren an. Das mache ich bei mir einfach, damit ich hier so eine schärfere Kontur drin habe. Und das blende ich einfach rein. Und ihr seht, wie weich und einfach geht. Ich tupfe das einfach auf. Und dadurch, dass ihr Cremeprodukte benutzt, sieht eure Haut auch einfach viel, 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 viel frischer aus. Das ist im Vergleich zu Puderprodukten, finde ich, im Sommer sehr, sehr gut. Im Winter probiere ich wirklich so viele Cremeprodukte, wie es geht, zu benutzen. Einfach damit, ja, die Haut aussieht wie Haut, so gut es geht. Manchmal mache ich es erst, dass ich Concealer benutze, manchmal benutze ich aber auch erst Contouring. Das ist wirklich nur für so eine leichte Kontur, dass man schon eine grobe Richtung hat, wenn man nachher mit Puder einfach noch ein bisschen rübergehen möchte. Jetzt kommen wir zum Concealer, und auch da habe ich zwei Produkte. Eins ist keine Überraschung, mein Name ist Maxim Tarte Shape Tape Giacomo, ne, XYZ. Tarte Shape Tape, aber auch von IT Cosmetics den Bye Bye Under Eye. Man kann sie sehr, sehr gut mischen. Der ist etwas trockener, der ist etwas pastiger und fester. Ich benutze heute diesen hier. Ich habe jetzt hier die Farbe Light Natural. Ist nicht ganz so dunkelhell wie meine Concealer sonst. Auch den lasse ich kurz auf meiner Hand. Weiche den so ein bisschen auf. Ich verteile den, dass der richtig, richtig schön warm wird. Ihr braucht nicht so viel wie ich. Damit kann ich ganz Berlin concealen. Den platziere ich mir hier hin, und ihr seht sofort, ich habe, also das ist der deckendste Concealer, glaube ich, auf der Welt, den es gibt. Der ist sehr, sehr dick. Wirklich sehr, sehr dick. Aber er
Sieht wunderschön aus, wenn ihr ihn nicht sofort settet. Man muss sich auch so ein bisschen, und das ist irgendwie, probiere ich das so ein bisschen als meine Aufgabe hier bei YouTube zu sehen, man muss sich so ein bisschen reinfuchsen, wie man bestimmte Produkte am besten verwenden kann. Weil ja, ich kann mir den Concealer auftragen und dann sofort setten. Oder ich lasse ihn einfach kurz auf meiner Haut, lasse ihn anwärmen, lasse ihn mit meiner Haut und mit der Foundation verschmelzen und sette es dann. Ich habe hier immer noch extrem viel Produkt auf meiner Hand und ihr. Also der ist etwas teurer, aber er hält ewig, weil ihr einfach nur ein ganz kleines bisschen davon brauchen werdet. Wenn, es gibt den bestimmt auch mal als Tester oder so, geht mal zu Douglas, fragt euch, ob sie euch vielleicht ein bisschen was abfüllen können oder so, dass ihr es einfach mal testen könnt. Ich weiß nicht, ob das geht hier in Deutschland. Aber wenn ihr mit trockenen Augen zu kämpfen habt, ist das wirklich ein sehr guter Concealer. Und vor allen Dingen im Winter. Der hält nicht 20 Stunden, aber der hält. Wenn ihr ihn richtig settet. Und das ist jetzt so ein bisschen ambivalent, was ich hier sage. Mit, ich brauche ganz viel Feuchtigkeit im Gesicht und dann bake ich. Aber so hält das Make-up einfach wirklich länger. Es ist erwiesen, dass Baking-Make-up, also erwiesen, als wäre es eine wissenschaftliche Errungenschaft, dass wir das rausgefunden haben. Aber es hält einfach. Und ich lasse das Ganze jetzt so ein bisschen in meinem Gesicht und gehe jetzt mit Setting Spray einmal rüber. Ich habe jetzt hier das von Morphe. Ich mag das sehr gerne. Das settet nur, das fixiert nicht unbedingt, aber es gibt nochmal so einen leichten Feuchtigkeitskick mit in eurer Haut. Und jetzt nehme ich nochmal meinen Pinsel, mit dem ich die Kontur so ein bisschen verblendet habe und verbinde die beiden Punkte hier so ein bisschen, also Concealer und Contouring. Und dann bereite ich mein Setting-Puder vor, auch hier Jeffree Star. Mittlerweile habe ich, glaube ich, die richtige Farbe für mich gefunden, nachdem ich 1, 2, 3, 4 verschiedene Farben hier vor mir liegen habe. Ich habe Rose, ich habe Fair, ich habe Beige und ich habe Topaz. Also ich habe von Skandinavien bis Südsizilien alle Farben hier. Aber tatsächlich kann man sich das auch so ein bisschen anmischen, je nachdem wie der Concealer auch farblich ist, weil das natürlich so ein bisschen, das beeinflusst den Concealer farblich. Die Farbe Rose funktioniert sehr gut bei mir. Ich gebe mir das einfach auf den Deckel, nehme eine trockene Seite vom Schwamm. Schau nochmal, dass das alles so ein bisschen nicht richtig kriecht, schau nach oben, nehme wirklich gut Produkt auf und stempel. Ich presse das Puder wirklich fest unter die Augen. Und nur so, in pressenden Bewegungen. In dem Moment, wo ihr wischt, verschiebt ihr einfach alles und eure ganze fein säuberliche Arbeit ist einfach hinüber. Dann gehe ich wieder mit der feuchten Seite hier rüber. Bei mir kriecht das immer alles in der Lidfalte, dann schaue ich nach unten, nehme mir Puder auf und ich bake auch meine Augenlider gerne. Einfach weil auch dann das Make-up länger hält und die meisten Leute gucken euch eher in die Augen als, weiß ich nicht, hier auf eure Wange. Und wenn eure Augen wirklich schön aussehen, ist es eh schon die halbe Miete. Ich lasse das genau so. Nehme Puderpinsel, gehe ein bisschen ins Puder und dann sette ich das Gesicht. Auch hier kann ich euch zwei Puder wirklich gut empfehlen. Ihr seht es, weil sie halt einfach schon sehr fast leer sind. Einmal von Dior, das ist das Mineral Nude Matt Puder. Und einmal von Wet n Wild, das Photo Focus Powder. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, dass ich unbedingt die neue Foundation austesten soll. Ich habe Wet n Wild schon geschrieben, weil ich finde diese Foundation in Deutschland nicht. Und mit diesen Pudern gehe ich einfach übers restliche Gesicht und ja, ich sette den Rest des Make-ups. Und auch da, ich nehme Produkt auf, da kommt fast nichts mehr runter und presse. Ich presse einfach nur das Produkt hier überall hin. Die Base sieht einmal so ganz gut aus, ist jetzt natürlich auch schön matt. Wir geben dem Ganzen aber gleich wieder so ein bisschen Leben und Glow. Und wundert euch nicht, wenn ich euch in diesem Video auch ab und zu ein paar High-End-Produkte zeige. Ich finde, bei manchen Produkten kann man auf High-End verzichten. Ich möchte euch aber auch ein paar Produkte zeigen, wo ihr guten Gewissens auch gerne mal etwas mehr Geld ausgeben könnt. Sei es das Setting-Puder, sei es der Bronzer, den ich euch gleich zeige. Also ihr habt ja die Wahl. Ihr müsst ja nicht eine komplette Base mit High-End machen, sondern mischt es. Und ich probiere deswegen auch immer wieder euch zwischen den Drogerieprodukten auch gerne mal ein wirklich gutes High-End-Produkt zu zeigen, wo ich euch sagen kann, das könnt ihr euch gerne mal leisten, falls ihr es euch leisten wollt. Demnach geht es jetzt zum Bronzer und auch das ist keine Überraschung. Das ist der Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Farben davon, genug für jeden. Ich habe die Farbe Milk Chocolate. Der hat, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Der hat eine ganz spezielle Textur, die feucht auf eurer Haut aussieht. Also nicht so klebrig feucht, sondern
frisch. Er verblendet sich sehr, 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 sehr gut. Denn ihm sollte die Base so ein bisschen gesettet haben oder kurz angetrocknet haben, weil sonst wird es spannend. Aber wenn ihr einfach ganz leicht in kreisenden Bewegungen hier rüber geht, seht ihr so einen leichten Hauch von Bronze, der einfach weich ist. Weiter geht es mit Blush. Da kann ich euch gerne zwei zeigen. Einmal hier von Love und Letizia. Die Palette, ich setze euch mal unten in die Infobox, gibt es bei Cosmetic for Less. Die mittlere Farbe offensichtlich. Der Bronzer ist auch sehr schön. Ist mir persönlich im Moment mit dieser Foundation etwas zu warm. Da kann man sich ganz leicht so ein bisschen nur hier an die Schläfen geben. Für so einen leichten Effekt. Oder um die Nase herum, damit euer Gesicht einfach so ein bisschen, ja, knusprig aussieht. Also nicht knusprig im Sinne von trocken, sondern knusprig im Sinne von einem knusprigen Hähnchen, frisch gebacken, Dieter Bohlen, I'm living. Und dann nehme ich den Pinsel, gehe hier rein, nur ein bisschen und trage mir das auf. Und das ist die perfekte Blushfarbe. Weich, so nicht trocken, nicht so dieses trockene, es ist aber auch nicht schimmernd. Also es ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Es ist leuchtend. Leuchtend. Und eure Haut sieht einfach frisch und gesund aus. Wenn ihr etwas mehr Schimmer haben wollt, von L'Oreal die Farbe Melon Dollar Baby. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber generell, diese L'Oreal Blushes sind mega. Ich weiß, L'Oreal ist schwierig, aber die Blushes sind gut, Freunde. Sie sind einfach wirklich, wirklich gut. Als Highlighter selbstverständlich meine eigene Palette. Und Freunde, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Wir haben nicht mehr viele und wir haben uns entschieden, dass wir sie nicht weiter produzieren werden. Es gibt noch eine gewisse Stückzahl, es ist wirklich nicht viel. Die Retailer, die sie noch haben, die haben sie, aber Stand jetzt ist, wir produzieren erstmal nicht nach und wir wollen uns so ein bisschen auf die Zukunft konzentrieren, auf die neuen Produkte, die wir im Moment entwickeln. Weswegen, falls ihr sie noch nicht habt, ich weiß, ich hasse das immer, diesen Druck machen oder so, vielleicht haben wir noch 4 Wochen. Luvia meets Maxim Giacomo. Ist mein Baby. Ich liebe diese Palette. Ihr seht, wie durchgerockt sie ist. Sie ist wirklich durchgerockt, aber sie hält. Ich gehe in die Farbe Sicilia und can't relate. Klopfe ab. Ich möchte heute nur so einen ganz leichten Glow haben. Was möglich ist mit dieser Palette. Ihr seht das. Also man geht wirklich nur ganz leicht rein. Auch die verlinke ich euch nochmals. Das tut mir leid und das ist halt jetzt so überraschend vielleicht kommt. Ihr habt bestimmt noch einen Moment Zeit, aber ich weiß leider nicht, wo ich gerade aufgehört habe beim Highlighter. Wie gesagt, es tut mir leid, dass wir nicht noch mehr produzieren, aber irgendwann muss es weitergehen und wir haben wenige noch da, also für alle, die sie jetzt noch haben wollen, jetzt ist leider der Zeitpunkt. Aber es ist ja nicht so, dass das das letzte Produkt von mir war, was mit Highlighter zu tun hat. Also, man kann damit leicht arbeiten. Ich gehe damit auch gerne mit dem Rest einfach unter meinen Augen lang und highlighte auch hier so ein bisschen zwischen meinen Augenbrauen überall mit dem Rest, dass das Gesicht einfach frisch aussieht. Dann probiere ich. Ich bin ganz emotional jetzt. Das ist krass. September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Ein halbes Jahr. Es war klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, dass wir durch sind. Und wir hatten wirklich einiges bestellt. Aber jetzt ist halt gut. Okay, weiter geht's im Text. Und ich habe eine neue Liebe entdeckt. Und das ist von Tarte, der Augenbrauenstift. Man muss nicht unbedingt High-End-Produkte für Augenbrauen benutzen. Ich komme damit aber wirklich sehr, sehr gut klar. Weil alleine schon im Vergleich zu den Benefit-Produkten beispielsweise, ihr habt hier etwas in der Hand. Hier ist so ein bisschen flimsy. Die Spitze ist fein. Aber der Stift ist so ein bisschen dünn und man ist nicht ganz so präzise, ich zumindest nicht. Und deswegen hier von Tarte. Ich setze euch auch den unten in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ihr mein Full Face Tarte gesehen habt. Ich glaube schon. Und damit gehe ich nur leicht durch. Ganz leicht. Ich bin im Moment wirklich eher bei der natürlichen Brauer und male gar nicht mehr so viel nach. Irgendwie so dieses Anastasia Browding ist vorbei. Gut. Augenbrauen sind drauf. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt und das ist Mascara. Und auch die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, welches Video wann kommt, deswegen sage ich's, wiederhole ich mich jetzt einfach. Die beste Mascara auf der ganzen Welt aktuell ist von Rival Loves Me. Das ist die Never Seen Before Mascara. 1,29, 1,99, vielleicht 2 Euro. Ich weiß es nicht. Perfekt. Wirklich perfekt. Die ist nicht wasserfest, aber sie
Sie bröselt nicht. Sie bröselt einfach nicht, sie verschmiert nicht und sie sieht wunderschön aus. Das Bürstchen sieht einmal so aus. Es hat so eine leichte Rundung mit drin. Focus, please. Hello. So, richtig Oldschool-YouTuber. Sieht einmal so aus. Ihr kommt damit wirklich gut an euren Wimpernansatz. Könnt dann so ein bisschen durch. Und so sieht die Mascara einmal aus. Das ist jetzt tatsächlich eine Schicht. Ich mag es gerne etwas natürlicher im Alltag auf meinen Wimpern. Schwarz, aber trotzdem, ja, man sieht, dass man ein bisschen Mascara drauf hat und das sieht wirklich, wirklich schön aus. Und Freunde, ich lasse auch von Catrice dieses Lip Oil, Lip Gloss Ding drauf. Das wird weniger glossy so mit der Zeit, weil ihr natürlich auch einfach ein bisschen esst. Das Schöne ist, es ist einfach zu 84% komplett natürlich. Also ihr tut euch damit nichts. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit meinen Favoriten für den Winter. Ich hoffe, dass für euch mit was dabei war. Ich probiere euch einige Produkte unten in die Infobox zu setzen. Es geht nicht immer alles, aber ich setze euch auf jeden Fall die Produkte von Asa mit rein. Probiert es aus, eure Haut wird es euch danken. Ihr werdet Unterschiede merken. Ich habe es bei meinen Poren hier in dem Bereich gesehen und ich lieb's. Ich setze euch einmal alles unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.